Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer Map-Vorstellung. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und ja, die liegt mir besonders am Herzen, weil sie viele Erinnerungen und auch Emotionen hervorruft. Aber ich begrüße erstmal den Mike. Hallo Mike. Moin Moin. Ja, liebe Zuschauer, Mike ist aus dem Teamprojekt Mecklenburg 17. Das Team hat sich in den Jahren mehrfach verändert und angepasst, aber was man sagen muss, was euch immer wieder zusammengebracht hat, sind tatsächlich Karten in und rund um Mecklenburg, ne? Genau. Und das 17. ist halt die Heimat von uns und ja. Da lag uns das immer sehr am Herzen. Genau, deswegen, ich weiß, ihr habt bei den Karten noch immer viel Höfe euch angeguckt und in Live-Bilder gehabt und angepasst. Das heißt also wirklich, die Karten, die ihr so baut, basieren auf realen Umgebungen. Ja, also sie sind auf jeden Fall sehr angelehnt an die realen Umgebungen, sagen wir es mal so. Es sind keine originalen Nachbauten, aber es ist halt an das komplette Gebiet, sag ich mal, das ist ja Süderholz hier, die komplette Gemeinschaft. Mit den Ortschaften und das ist halt alles angelehnt an diese Gegebenheiten, sag ich mal. Genau, also ich habe, wir haben ja im 19er, glaube ich, 3 oder 4 Projekte auf der Karte liegen gespielt, also irrsinnig viele unterschiedliche Projekte und irrsinnig lange. Ich weiß, ich habe diese Gegend dann mal gesucht auf Google Maps und ich habe sie auch genauso gefunden. Also man war schon ein bisschen überrascht, wie viel und wie ähnlich das ist. Also natürlich kein Nachbau, wie du schon sagtest, aber es ist doch sehr ähnlich. Ja, wir wollen euch heute einen Einblick auf die Karte geben. Für die, die natürlich die Karte, die noch nicht kennen und neu dabei sind, dann bekommt ihr einen Eindruck, ihr werdet nicht die ganze Karte sehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist eine Vierfachkarte. Hat natürlich viele Teile bzw. Landschaften und Karte werden die Leute, die Kandelin kennen, auch wiedererkennen. Aber Mike hat auch gesagt, ihm ist es wichtig, nochmal was Neues reinzubringen, sein eigenes Team mit reinzubringen. Wie gesagt, Team hat sich ein bisschen verändert und jeder bringt so seine Ideen mit rein. Das heißt also, Kandelin hat sich ein wenig verändert. Da kommen wir aber später noch zu. Ja, Mike, und ich würde sagen, wir sollten jetzt mal... Lass uns mal hier den Startpunkt, das Starthaus verlassen und dann gehen wir mal ein bisschen durch Kandelin gucken, oder? Genau. Das Starthaus dürften ja noch einige vielleicht kennen. Da hat sich jetzt, sag ich mal, nicht so viel geändert. Hat ein bisschen neue Fassaden bekommen und so, aber die Möbel sind noch die alles die alten. Ich weiß tatsächlich, dass wir hier in diesem Startraum, wir sind so oft hier gestartet mit den Senioren auch. Und dann, wenn du hier mit 12 Leuten drin stehst, dann wird das eng, das Büro, das kann ich dir sagen. Das glaube ich. Ja, und was auf jeden Fall jetzt fehlt, früher hatten wir ja hier direkt über der Heizung das Riesenbild von der Karte mit den ganzen Starthöfen. Genau. Ist jetzt nicht mehr notwendig, weil man jetzt halt die Höfe so zusammenlegen kann, wie man möchte. Ach so, okay. Also man kann sich so selber... spielen wie damals zum Beispiel, ja. Aber ist nicht mehr notwendig. Aber es gibt keine extra Skripte, die auf den Höfen eingebaut sind, sodass man irgendwie eine Vorbelegung haben muss. Das war ja relativ komplex, da muss man sich ja schon ein bisschen einlesen, bis man die Höfe genau zugewiesen hatte mit der Energie. Heute kann man einfach einen Hof anlegen und dann sich das Grundstück dazu kaufen. Genau, also da haben wir es jetzt halt für die Community relativ simpel gemacht, dass man da sich das jetzt so machen, zusammenlegen kann, wie man möchte. Ja, ach, das ist also, doch schön. Ja, ich habe auch extra den Starthof direkt hier hinter ausgewählt. Das ist ja, der Hof BGA Kandelin. Ja. Wo ach, wir komm, dann da halt, wir mal eben hin, oder? Sag ich mal, klein anfangen können. Klein im Zuge der Kandelin ist tatsächlich schwierig zu sagen, muss ich zugeben. Das stimmt. Ja, klein gibt es aber neuerdings sogar hier. Klein gibt es hier auch? Ja. Wenn du mal die Karte aufmachst, es gibt mittlerweile wirklich ein paar Minifelder jetzt zwischendurch auch. Also wir haben jetzt auch wirklich jede Ecke nochmal genutzt, wo halt einfach nur Freiflächen waren und da dann mal ein paar kleine Feldschläge hingemacht. Ach, ich sehe so 19, 3, 2 da oben die Ecke. Dann gibt es hier eine 14 genau. Innerhalb der 11. Okay, das sind 21, 22. Okay, ich sehe es gerade. Es gibt tatsächlich ein paar Kleinstfelder. Ja, die drehen sich alle so bei 0,5 bis 1 Hektar so in den Dreh oder 1,5 ja. Hektar. Nur gut, aber da muss man teilweise schon relativ lang fahren, ne? Ja. Je nachdem, von wo man... Die Fahrtstrecken sind auf der Karte wirklich sehr lang. Also
Liebe Zuschauer, wenn ihr so die ganze Karte hier seht, ne, das ist, es ist erstmal eine Karte, aber es ist eine Vierfachkarte und hier ist, ihr fahrt wirklich in jede Ecke der Karte. Das ist nicht so, dass da außenrum irgendwie Berge und riesige Waldflächen sind. Das kann man hier oben vermuten, aber da gibt es sogar noch eine Wiese da im Wald. Das ist einfach eine schöne Landschaft. Lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren. Aber ist, ja, es ist halt wirklich weit und man muss auch, man hat keine Direktverbindung durch die Karte. Also wenn man jetzt zum Beispiel von oben runter möchte, dann gibt es hier keine Direktverbindung runter, also von 7 über 51. Das ist hier ein Feldweg von 7 zu 51, aber dann kommt man nicht nach Zahnwanz runter. Das ist hier dieses Dorf in der Mitte. Das heißt, ihr müsst irgendwie außen rumfahren und dadurch verlängern sich natürlich ein paar Strecken. Ne? Na gut, wir haben ja aber eine neue Straße sogar drin. Ihr habt eine neue Straße, was? Wo denn? Ja, ihr habt euch bestimmt ja inspirieren lassen von der Autobahn, die ich damals gebaut habe, ne? Nicht wirklich. Also wenn du jetzt Richtung Augustin, sag ich mal, fahren würdest, ja, in den kleinen Hof im Feld 24, mhm, da geht um das Feld 24 jetzt noch eine Straße rum und dann über Feld 37, also über diesen riesen Karottenfeld, ja, da geht noch eine Straße Richtung Molkerei, sag ich mal. Ach, guck mal, tatsächlich, da gibt's, ich sehe es gerade. Also da gibt es jetzt halt nochmal eine Querverbindung. Ach, guck mal, dann hat man ja, ach, es gibt ja viel mehr Straßen. Okay, ja, das ist wahrscheinlich wirklich sinnvoll, dass man da unten auch nochmal rumfahren kann. Das war tatsächlich früher immer ein Thema, ne? Also wenn man von links rechts rüber wollte, das war schwierig, irgendwo ja lang zu kommen. Aber da kommt man tatsächlich mal rum. Ja, ist doch schön. Guck mal, es gibt eine neue Straße. Ja, aber lass uns doch hier einmal durch Kandelin gehen und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Starthof, oder? Genau. Dann geh doch mal vor. Der Marktplatz hat komplett neue Gebäude bekommen. Wir haben hier so ein neues Restaurant. San Giovanni. Neue Verkaufsstellen. Ja. Neue kleinen Schuhladen und neuen Tante-Emma-Laden. Natürlich auch alle schön mit ausdekorierten Innenbereich. Ja, das ist schön. Das ist echt schön. Die, und abends schließen dann natürlich auch vorne die ganzen Theken, sag ich mal. Also alles, was hier draußen ist, wird dann weggeräumt. Ah, cool. Das heißt also, dann ist wirklich zu, der Laden hier, ja? Genau, also reinkommt man so oder wieso nicht, aber die ganzen Auslagen werden halt weggepackt abends. Ja. Okay, also dann werden die Bordsteine hochgeklappt des Abends. Ja, das ist ja. Genau. Das ist auch nicht unwahrscheinlich. Guck mal, die Rehe sind auch schon wieder unterwegs hier in der Ortschaft. Ja, die siehst du. Ich sehe die gerade nicht. Die sind ja clientabhängig. Ist gerade durch die Bäckerei abgehauen. Wollte noch ein Brötchen unterwegs mitnehmen, anscheinend. Mahlzeit. Genau, also wir haben auch jetzt halt versucht, die ganzen neuen Produktionen, die mit dem LS22 reinkamen, auch irgendwo zu integrieren, damit es auch in das Stadtbild reinpasst. Ja, das sind die. Das ist teilweise schwer, aber ja. Ja, sind aber die Standardproduktionen, die auch mit reingekommen sind, ne? Genau. Ach, guck mal, hier gibt es eine LS-Bank. Ja, ich habe angefangen damals, die Karte auch Konsolen-ready zu machen und da durften ja halt keine Originalnamen rein, wie halt Raiffeisenbank oder VR-Bank, was es ja vorher war. Ja. Und deswegen habe ich dann halt sowas gemacht, wie halt jetzt hier LS-Bank. Okay. Und irgendwann nach einem halben Jahr oder sowas hieß es dann auf einmal, Vierfachkarten wird es Konsole nicht mehr geben. Okay. Und ja, dann hast du aufgehört. Konnte ich doch irgendwann anfangen und halt alles auch mit den Originalnamen weitermachen. Okay. Musste ich halt nicht auch alles neu benennen. Ja, das stimmt. Das ist sinnvoll. Oh. Ja, aber hier, da steht zwar ein Sackgassenschild, aber ich weiß, hier geht es noch zum Haupthof, ne? Genau, da geht es zu dem aktuellen Haupthof. Weil jetzt starten wir diesmal auf dem Hof BGA Kandelin. Mhm. Das, ich der Hof gehört dann auch, sag ich mal, im Singleplayer, nur nicht halt die BGA, die muss man sich noch extra verdienen. Ja, das ist vernünftig, weil die BGA ist auch riesig gewesen. Aber ich weiß, das hat mir schon im 19er richtig gut gefallen, dass die dieser Hof hier so unterschiedliche Seiten hat zum Reinkommen und so schön integriert ist in diese ja, in diese Stadt, in dieses Dorf, weil das ist ja schon sehr genau zentral hier, ne? Das ist ja schon ziemlich mittig, Kandelin, musst du sagen. Ja, doch. Ja, obwohl mittig ist normalerweise eigentlich von der ganzen Karte so Zahnwand, sag ich mal, ne? Nee, ich meine mittig vom Dorf hier. Mittig von, ja doch, ja. Ja, ja, also schon nah dran.
Ich sehe auch gerade, hier gibt es schon neue Hallen. Den Unterstand, aber den gab es früher nicht, oder? Die Hallen sind alle einmal komplett erneuert, genau. Ja. Natürlich Tankstelle und all sowas habe ich jetzt noch nicht vorplatziert. Da wollte ich jeden halt die freie Wahl lassen, sich selber in eine Tankstelle rein zu platzieren, genauso halt Kirche und so. Ja. Weil, ach so, ja, das wäre hier man so. Man muss nicht immer alles vorgeben. So, nee, das stimmt. Das wäre hier so ein Tankstellenplatz, oder was? Ja, genau. Ist ja sinnvoll, das stimmt. Okay, und hier genau, hier bei der Waschplatz. Ja. Das heißt, also hier kann man auch seinen Kärcher dann dazu packen. Genau. Die Hallen sind, wie gesagt, schon, auch alle komplett neu gemacht. Schon schön. Aber trotzdem hat es wirklich. Ja, ich erinnere mich wieder. Also auch wenn die Hallen. Es hat immer noch diesen alten Charme, ne? Es hat noch den Charme, ja. Auch wenn die Hallen neu gemacht sind. Es ist trotzdem so, dass das, dass man sich an vieles noch wieder erinnert und das daherkommt. Hier hatten wir übrigens immer in unserem Oldtimer-Projekt die Fortschritt. Kennst du diese Schwadenmeer aus dem Osten? Ja, wahrscheinlich kennst du die noch, ne? Ja. So, die haben wir immer hier drunter unter dem Vordach stehen gehabt. Da standen immer vier Stück und dann konnten wir immer losziehen. Ja, die Vordächer sind echt praktisch, gerade für so Anhängerzüge oder für Drescher. Das ist richtig gut eigentlich. Deswegen. Ja, genau. Das, ja, für die, die auch kein Drehschemel reinparken wollen, ne? Genau, deswegen. Weil es kann nicht jeder, sag ich mal, mit dem Drehschirm rückwärts fahren und da ist sowas dann doch echt leichter. Ja, das stimmt. Ja, haben wir hier noch die schöne. Und früher gab es hier auch mal einen Zaun, den habe ich diesmal auch weggelassen. Ja, ich glaube, da werden dir viele Menschen sehr dankbar für sein. Genau, es hat aber auch noch einen anderen Hintergrund und zwar das ganze Grundstück, was hier hinter ist, das gehört noch mit zum Grundstück dazu. Wir haben hier oben einmal noch so eine Baustelle, sag ich mal, angedeutet. Ja. Das kann man auch im Menü verkaufen, diese Baustelle, damit halt die Ebene nach hinten hier alles dann, sag ich mal, bei ist. Ach, das ist eine coole Idee. Das heißt, du kannst es verkaufen und dann kannst du hier hinten noch nachbauen und erweitern den Hof. Genau, muss ich hier den Hof noch ein bisschen erweitern. Ach, das ist eine coole Idee. Das finde ich total super. Also, unabhängig davon finde ich diese Baustellenandeutung auch schon mega cool. Aber dass man das erweitern kann, ist natürlich eine richtig schöne Nummer. Genau. Also wir hatten ja auch zwischendurch ein bisschen getestet und der Robert, also der Oderbruchbauer, der auch bei uns relativ neu im Team ist, der hat halt hier oben eine riesige BGA-Anlage noch zu der zusätzlichen Dioden dazu gebaut. Das ist Wahnsinn. Der ganze Platz war wirklich nur noch voll mit den ganzen Fermenter-Silos und alles. Also das war mindestens eine 4-Kilowatt-Anlage oder sowas, ich weiß nicht. Also heftig. Okay, ja, witzig. Ich weiß, früher konnte man hier das Ding runterfahren, genau. Da gibt es hier in der Mitte das eine freistehende, sag ich mal, Geländer. Hier, wenn du die Maustaste, fährt sich jetzt runter und nochmal, wartet, dauert es ein bisschen, dann fährt es auch wieder hoch. Ah, sehr cool. Ja, liebe Zuschauer, das ist natürlich für die Leute, die nicht unbedingt in meinem Silo reinfahren wollen oder so, dass sie hier auch mal abladen können. Oder wenn das ein Keil-Silo ist, könnt ihr natürlich auch rüberfahren. Ne? Das heißt also, wenn ihr einen Keil aufgeschüttet habt, könnt ihr hier oben mit den Geräten wieder rausfahren. Das ist gar nicht verkehrt. Und oder eben von oben runterfahren. Das ist auch, auch eine gute Sache. Das finde ich gerade fürs Silo-Fahren großartig. Aber ich kann euch sagen, hier geht richtig viel rein. Könnt ihr alleine befahren, befüllen, das ist sicherlich möglich. Ich glaube sogar, Mike, ich glaube, wir haben das sogar über AD mal befüllen lassen von oben. Also wenn wir die Geländer runter hatten, dann konnte das, meine ich, sogar AD auch befüllen, das hier durchgefahren, da runtergefahren und hat dann wirklich das Silo befüllt. Das war natürlich in den ersten, also du musstest am Anfang, musstest du gucken, dass es irgendwie am sinnvollsten rückwärts voll machst. Was AD ja auch macht, aber ich habe dann. Klar, es muss ja erstmal ein Keil erstellt werden. Genau, aber ich habe dann nachher wirklich Punkte eingefahren, die das dann von oben runtergefahren haben. Und das war schon cool. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es war bestimmt auch ein Bild für die Götter so. Ja, das ist schon cool. Die, ich glaube auch, dass das wichtig ist, nochmal zu erwähnen. Die Karte ist wirklich, wirklich groß. Singleplayer nur, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr alles aus den Helfern irgendwie rausholt. Die Karte allein im Singleplayer zu bespielen, da muss man sehr viel Zeit und Mühe mitbringen. Man muss aber auch sagen, die ist nicht unbedingt
CP-freundlich. Autodrive geht, weil das kann man für sich einfahren, aber auch nicht mit ganz großen Geräten. Ich bin auch ganz ehrlich, weil die Straßen in den Ortschaften wirklich eng sind. Muss man sich schon was ausdenken. Da muss ich sogar noch dazu sagen, für Autodrive ist sogar schon ein Streckennetz mit integriert. Zwar nur das Hauptstreckennetz, also die Höfe habe ich nicht mit eingefahren, die muss man selber einfahren. Ja. Aber das Hauptstreckennetz ist schon komplett integriert. Ach, das ist schon in der Karte beim Download dabei? Ja. Ach, das ist krass. Okay, das ist sehr cool. Weil wenn Autodrive am Anfang nachfragt, ob er das Straßennetz erstellen soll, drückt man auf Nein und dann wird er automatisch das reinladen, was ich erstellt habe schon. Ah, guck mal. Das ist eine mega coole. Das ist wichtig für einige, das zu wissen. Absolut, das ist mega wichtig. Ja, ansonsten CP-Anlage, ihr seht die Felder, das ist nicht gerade, da sind Feldinseln drin. Das kann Cosplay in vielen Bereichen, aber es wird auch durchaus Probleme geben. Also wenn ihr so ein Feld 11 zum Beispiel machen wollt mit Cosplay, das ist gerade eben so, weil das eine zusammenhängende Fläche ist, da oben so eine kleine Feldinsel drin. Aber ich weiß, bei 24 mit diesem hier außenrum, das wird eine Herausforderung. Da müsst ihr gucken, ob ihr vielleicht das irgendwie abtrennt. Also wir haben jetzt seit kurzem noch CP drauf. Feld 11 hat sogar CP sogar sehr schnell errechnet gehabt alles. Also das war nicht gerade das Problem. Feld 24 hat ein bisschen länger gedauert. Aber er hatte keine Probleme gehabt. Also es funktioniert einmal frei. Okay, na guck mal, das ist schon das ist cool. Also was CP da mittlerweile leistet, ich weiß, dass mit so vielen Feldinseln hat es früher schon mal Probleme gegeben. Aber das ist ja cool, wenn das funktioniert. Ja. Also, ja, und zwar sowieso auch wichtig, da ich mal da die Karte für die Community wirklich jetzt gedacht war. Ich habe ja am Anfang vom LS22 versprochen, die Karte für die Community rauszuhauen. Ja. Und der Luan hat sich auch gewünscht, dass das für die Community irgendwann mal rauskommt. Und da war halt auch mein Hauptaugenmerk auch halt für die Leute, die auch einen schwächeren Rechner haben. Die Karte wirklich fehlerfrei und spielbar für die Leute rauszukriegen. Und wir haben wirklich bei uns im Team einen drin, der Rechner hat, der mindestens 8-9 Jahre alt ist oder ich glaube sogar schon älter. Und der kann die Karte flüssig, zwar nur mit 30 FPS spielen, aber er kann sie flüssig spielen. So, das ist durchaus eine Herausforderung, das hinzukriegen, dass man schöne Texturen hat, dass man trotzdem eine schöne Karte zusammenbringt in der Größenordnung, dass die in den Randbereichen nicht, nicht aussieht wie nicht fertig. Das machen ja viele, dass man in den äußeren Bereichen dann irgendwie die nicht fertig macht. Beziehungsweise so sehr rudimentär lässt und dann trotzdem flüssig spielbar. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und erklärt sicherlich auch an einigen Stellen, dass man ja vielleicht im tiefen Detail irgendwo ein bisschen gespart hat, weil man da auch weniger hinguckt. Ne? Also was Texturen angeht, da musst du ja wirklich gucken, dass das einigermaßen hinläuft und dass das diese Ladezeiten da passen. Ja, das ist sehr cool, dass das so funktioniert. Auch, dass die Helfer da funktionieren. Also nochmal zu zusammenfassen. Helfer, Cosplay, Autodrive geht, funktioniert, müsst ihr auch entsprechend, klar, bei manchen Stellen muss man halt gucken, weil die Höfe durchaus auch, das ist nicht so, dass hier 4 Kilometer Platz überall ist, ne? Also da müsst ihr schon auch ein bisschen Feintuning betreiben, wenn ihr die Höfe einfahrt, aber das geht alles. Also ich habe das schon ganz viel gemacht und das geht. Was ihr natürlich machen könnt und wo die Karte für einfach prädestiniert ist, ist einfach schöne Multiplayer-Projekte. Wenn ihr 2, 3, 4, 10, 12 Leute seid, ist das eine wunderschöne Karte für Multiplayer-Projekte. Und da ist es auch egal, ob ihr mit großen Geräten spielt. Die großen Geräte gehen hier auch drüber. Klar, muss man auf den Straßen mal ein bisschen hantieren. Wenn man mit einem Ideal hier durch die Gegend fährt, wird halt knapper. Aber aber das geht, das funktioniert. Ihr könnt allerdings auch Oldtimer-Projekte spielen, kleine Projekte. Dann allerdings guckt, dass ihr mit 4, 5, 6, 7 Leuten und kleinen Dreschern auf dem Feld seid. Weil sonst dauert das einfach sehr lange. Aber dafür ist die Karte prädestiniert. Ja, und lass uns doch mal so eine kleine Tour noch machen. Haben wir hier irgendwo Fahrzeuge auf der? Oder ja, klar. Oder wollen wir uns was kaufen? Wir haben hier ein paar Trecker drauf rumstehen. Ja, komm. Auf dem Hof. Oder wir haben auch in der Garage beim Starthaus noch ein Pickup rumstehen. Ja, wir können. Vorne in der Garagenanlage, da haben wir zwei Traktoren stehen. Dann laufen wir da mal eben hin. Natürlich, ganze Startpark schön John Deere-lastig. Aber das liegt halt auch daran, dass weil da ein Hirsch drauf sein muss. Der hier in der Ortschaft ist, ist halt auch John Deere, ne? Ja, ich finde auch, da muss ein John Deere, da muss ein Hirsch drauf sein, dann sind die auch immer besser. So, ich nehme den kleinen hier, ja?
Nimmst du den kleinen? Ja. Komm ich nicht rein bei dir? Ne. Kommst du nicht rein? Hat der keinen? Ne. Anscheinend wohl nicht. Na gut, dann nehme ich die ganz kleinen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich würde mal einmal zum Shop hochfahren, weil ich fand den auch immer schön. Übrigens hier gegenüber, also schräg gegenüber, hier ist die Feuerwehr. Wenn ihr also das Feuerwehr-Pack spielen möchtet, es gibt da ja durchaus mittlerweile Möglichkeiten, nehmen wir es, mit dem Feuerwehr-Mod von Creative Mesh, dann würde ich empfehlen, das auch so zu nutzen. Gehen die noch auf, die Hallen? Ja, ne? Aktuell nicht. Ich habe vor, die Halle noch umzubauen, dass die auch irgendwann aufgeht. Ah, okay. Aber das kommt erst nachträglich irgendwann. Das war jetzt halt kein Hauptaugenmerk drauf. Ja, kann ich verstehen. Aber dann stellt ihr euer Feuerwehrauto einfach vor die Halle. Das sieht auch sowieso viel besser aus. Und nutzt das entsprechend. Genau. So, hier, wir fahren mal den Weg. Kennst du den Weg ja noch? Ja, ja, die Wege kenne ich. Also die sind eingebrannt, die werde ich auch nie wieder verlieren. Der Weg ist ein wenig buschlastiger geworden, sehe ich hier gerade. Also wir haben hier durchaus mehr, mehr Deko. Ihr habt das auch komplett neu gemacht. Ne? Bäume, Büsche, ist alles wahrscheinlich neu. Bäume, Büsche, also alles an Vegetation ist komplett neu. Ich habe auch komplett neue Beschilderungen auf den Straßen überall gemacht. Also die Straßennamen sind auch jetzt überall hinterlegt. Hinweisschilder, wo was hin, in welche Richtung, wo was hingeht. Ist alles auch mittlerweile vorhanden. Ach, cool. Ja. Ja, es lohnt sich durchaus. Die Straßen sind auch halt alle in Maya nochmal überarbeitet worden. Also es waren teilweise manchmal einige Kanten drin, die habe ich halt entfernt und die Übergänge halt sauber gemacht und natürlich auch neue Texturen überall draufgelegt. Ja, ich sehe es auch gerade, die Flecken hier auf den Straßen, das sieht auch toll aus. Also die, das ist so, also wir können mal eben hier einmal raufgucken. Das ist schon cool, wenn die... Ich bin auch gleich da, ein bisschen langsamer. Ja, ja, alles gut. Also das hier, ne, so Beton ausgebesserte Straßen oder da vorne mal so ein Flicken auf der Straße, das ist einfach cool. Wenn man die macht es schön und realistisch. Und das, sowas gefällt mir, wenn das so abgeranzt aussieht und einfach nicht so neu und ach, das hier, das ist auch cool übrigens. Das hier noch, Entschuldigung. Ja, ich bin so ein bisschen eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Wenn Dreck hier von den Feldern hier noch mit auf der Straße ist, das ist einfach ein schönes Detail. Sowas mag ich sehr. Und das belebt es einfach auch. Ne? Das macht es deutlich realistischer. Aber ganz ehrlich, wir haben hier auf dem Feld haben wir immer Erdfrüchte gemacht. Jetzt steht hier rote Beete drauf. Ne? Doch, das Spiel wusste, was du willst. Ja, aber wirklich. Ich sag dir aber Erdfrüchte. Das ist sowieso, also der Start auf dieser Kartenversion jetzt hier gerade zum Vorstellen ist natürlich wieder mal optimal gewählt, weil wenn du mal auf die Karte schaust, wir haben fast überall auf den Riesenfeldern Karotten drauf. Ja, also das, da muss man schon sagen, das ist frech. aber jetzt muss man auch sagen, ganz ehrlich, Mike, wir spielen mit, wir sind gerade hier mit Hirschfeld und unsere Farbe ist orange. Natürlich ist hier orange. Ja, deswegen ist es optimal eigentlich für die Vorstellung, ne? Ja, genau, dafür ist es optimal. Aber natürlich nicht die optimalste Variante, um als Spieler hier zu starten. Wenn man überall das drauf hat, zumal dann natürlich auch die Missionen entsprechend aussehen. Ich würde keine Karottenmission auf Feld 24 starten, sage ich dir ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Also ich bin ja schon... Boah, nicht mit den Geräten, die im Original bei sind, weil du brauchst ja immer noch einen zweiten Mann, der nebenbei herfährt zum Abfahren. Vor allem das Problem ist aber auch, die Pflanzen sind ja immer im 90-Grad-Winkel angelegt. Ja. Und das passt bei den meisten Feldern hier leider nicht. Ja, genau, weil die Felder eben auch quer liegen und dann ist es natürlich nicht realistisch, wenn man die Bahn genauso fahren möchte. Ne? Genau. Ja, wir fahren auf jeden Fall nachher nochmal nach Bisdorf hoch. Wir haben da Kandelin, Zahnewans. Also Kandelin, da kommen wir gerade her. Zahnewans ist das Dorf ziemlich in der Mitte von der Karte. Und hier hinten geht es, soweit ich weiß, zum Schafhof, wenn das immer noch so ist wie früher. Genau. Der war auch wirklich schön. Ich muss mal gucken, was wir alles noch zu sehen bekommen. Aber der hat auch noch den alten Stil selber behalten. Ah ja, dann fahren wir da gleich auf jeden Fall nochmal hin, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Hof. Ich habe das schon gesagt, wir können nicht alles zeigen heute, aber ich möchte so eine kleine Tour, habe ich gerade im Kopf, wie wir die handeln. Ach, guck mal hier, der Händler auch komplett, der hat ja komplett umgebaut, sag mal. Ja, er hat modernisiert. Aber ehrlich, das war ja,
so ein abgeranzte Bude früher und jetzt hier mit Solaranlagen. Ja, ich weiß aber auch warum, Mike. Der hat im LS19 von uns so viel Geld hier für Geräte bekommen, dass der sich das hier alles leisten konnte. Ja, aber das eine riesen Werkstatt dazu bekommen. Ja. Alles schön mit John Deere natürlich ausgestattet. Also, ja. Was will man mehr? Klar. Na, guck mal hier. Das ist wirklich nicht schlecht. Also das ist wirklich komplett voll hier, die Halle. Ja, ist schön, schön anzusehen. Also, aber liebe Zuschauer, ihr müsst natürlich nicht mit John Deere spielen. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Geräten hier. Der Händler hat auch andere Geräte, er zeigt die nur nicht so gerne. Aber andere Geräte gibt es ja auch zum Kaufen. Das ist halt der offizielle Vertragspartner von John Deere und deswegen steht das halt hauptsächlich da. Ja, eben. Aber wir haben auch diesmal wieder alles halt so gemacht, dass hier sehr viel Platz ist, damit auch, gerade wenn man Missionen annimmt, wo wirklich 8, 9 Geräte mitgestellt werden, braucht man den Platz auch. Deswegen haben wir auch den Vorplatz hier relativ groß gestaltet. Genau, also. Die Werkstatt ist auch groß genug, dass man da eigentlich mit jedem Fahrzeug reinkommt. Aber der Trigger ist auch so gelegt, dass man auch noch vor der Werkstatt halt. Vor der Werkstatt reparieren kann, ja. Okay. Ist der Zurücksetzpunkt immer noch hier auf dem Abschleppplatz? Na klar. Aber er ist ein bisschen großzügiger geworden von der Öffnungszeit. Ah, 12 bis 18 Uhr, ja. Also. Genau, früher war es ja, glaube ich, von 14 bis 16 und jetzt hat er doch schon ein bisschen länger auf. Das war bitter, ja. Ich weiß es noch. Ja, liebe Zuschauer, es ist so, für die, die es nicht kennen. Wenn ihr ein Gerät zurücksetzt, dann wird das hier auf dem Hof sein. Das heißt also, wenn ihr euch irgendwie verfahrt oder das Gerät in einem Graben setzt oder sonst irgendwas, dann wird es hier auf dem Hof spawnen. Aber für die Realismus-Spieler, der Hof ist nicht ständig geöffnet. Das heißt also, der Mann hat das abgeschleppt und ihr könnt nur zwischen 12 und 18 Uhr die Geräte wieder rausholen. Das heißt, das ist so dieser Punkt, wenn ihr wirklich zurücksetzen müsst, müsst ihr auch warten. Sollte man sich gut überlegen. Genau, da sollte man sich wirklich gut überlegen. Vielleicht kommt ihr noch anders irgendwie wieder da raus. Einfach, das war im 19er schon eine schöne Idee. Und ja, der Andi Kralle ist immer noch im Einsatz hier. Schön, schön zu sehen. Manchmal ist es denn doch besser, einen zweiten Traktor zu holen mit einer Abschleppstange oder Kette und lieber einen Traktor irgendwo rausziehen. Ja, das ist so. Die, wir fahren einmal zum Schafhof hoch und dann würde ich gleich gerne einmal Richtung Pferdehof starten. Auch das hier, ne, ist auch schön. Genau. Jetzt auch, hier ist auch wieder eine andere Textur, die hier aus dem Feld rausgeht mit den Steinen. Ja, sieht einfach schön aus. Also es gefällt mir tatsächlich sehr, die Umgebung, Mike, das habt ihr schön hingekriegt. Ja, da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Das glaube ich sofort. Ja, gerade wenn man möchte, dass das nicht so einzeln geklickt aussieht, nämlich so unterschiedliche Drehungen der Bäume und unterschiedliche Wuchs. Genau, also gerade mit den Bäumen und so. Hat ja, wie gesagt, der Danilo damals gesetzt gehabt, Großteil. Ja. Und da hat er sich auch echt sehr viel Mühe gegeben und hat auch gut gemacht. Ja. Warte mal, das war noch ein Stück weiter, ne? Genau. Hier vorne sind noch so ein paar alte Häuser. Die werden mit der Zeit auch noch erneuert, aber das habe ich jetzt halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr geschafft. Aber der Schafhof, der hat halt ein neues Werkstattgebäude bekommen, wie man gleich sieht. Und ich weiß, dass die, dass diese Gebäude hier sehr exklusiv waren für die Kandelin. Ne? Also die Gebäude durfte nicht jeder bekommen. Ne? Das war irgendwie so damals. An Anfang ja, aber irgendwie, also es hat nicht lange gedauert und die waren dann irgendwann überall. Okay, die sind auch schön. Also muss man auch sagen, das sind schöne Gebäude, die hier auf dem Schafhof verbaut sind. Aber ich habe sie im 22er noch nicht so viel gesehen. Ja, und das, was man hier jetzt gerade sieht, das ist mein größtes Problem aktuell noch. Was, wo bist du denn? Wir haben die Schafe, ich habe den Bereich der Schafe noch ein paar Mal überarbeitet und ich weiß einfach nicht, warum die Schafe sich hier draußen immer hinstellen. Wo draußen? Also hier, ich sehe keine Schafe hier. Echt? Na, sei froh, ich habe hier gerade zwei Schafe stehen. Okay, ne, bei mir laufen... Direkt hier, wo ich stehe, sammeln sie nämlich nach der Zeit immer die Schafe. Okay, ne, bei mir laufen die hier wunderschön hinten auf der Wiese rum. Das ist natürlich gut. Also auch Also das ist halt noch ein Problem, wo ich noch auf der Suche bin, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden, woran das liegt.
Auch da seht ihr, liebe Zuschauer, dass hier einfach, ja, dass die Karte mit viel Liebe angelegt ist. Ne? Hier hat den speziellen Schafzaun natürlich. Dann habt ihr hier die, die Mistplatte hier angelegt. Dann gibt es hier das Silo drin. Und das ist so, ja, einfach ein feines, eine feine Nummer für die Karte. Oh genau, die Tiere sind auch alle angepasst. Also jedes Tier, also alle Höfe auf der Karte brauchen Roh auf jeden Fall und produzieren auch Mist. So. Ja. Wir haben die Tiere alle nochmal angepasst auch, dementsprechend. Okay, dann lass uns vielleicht mal an der Stelle sogar dazu kommen, wenn wir gerade bei den Tieren sind. Ihr spielt die Karte mit Enhanced Animals, ne? Genau. Und das ist auch. Wir haben auch das Enhanced Animals für uns für die Karte optimiert, ja, weil wir noch einige kleine Änderungen drin hatten. Und wir werden die Datei, die dafür nötig ist, bei uns im Discord hinterlegen, in dem FAQ-Bereich, sowie noch einige kleine Tipps, sag ich mal, mit der Übersichtskarte, wie man die Höfe zum Beispiel, also wie die Originalhöfe heißen, weil das ist jetzt im Spiel hier nicht zu sehen. Mhm. Und ja, das wird man dann alles bei uns im Discord nachher noch finden. So, den Link zum Discord bekommt ihr natürlich in der Videobeschreibung. Genauso wie der Link zum Discord ist sogar bei der Karte beim Download hinterlegt. Ach, auch das noch. Aber Videobeschreibung ist ja auch drin, also ihr könnt auch direkt draufklicken. Sowie natürlich den Download-Link zur Karte, sobald die erscheint. Wenn das wie geplant läuft, erscheint die Karte rund um dieses Video plus minus ein paar Stunden. Wir versuchen das so hinzukriegen, dass das auch passt, aber die erscheint wirklich im Mod-Hub bei Giants, so dass, das wisst ihr, das geht nicht immer genau auf den Punkt, aber wir versuchen das so hinzukriegen. Ansonsten wird sie in den, auf jeden Fall jetzt zügig bald erscheinen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Könnt ihr die Karte auch entsprechend spielen. Also ihr spielt mit Enhanced Animals, da hast du eine extra Datei für, das funktioniert auch. Ihr spielt mit Precision Farming, ja, haben wir hier auch gerade drauf, auch das funktioniert. Wir haben extra eine eigene Soil Map dafür erstellt. Ja. Also eine eigene Bodenmap. Ja. Auch das funktioniert dann entsprechend gut. Ach, das mit den Schafen hier, mit der Weide und diesem roten Schafzaun, das wirkt einfach super hier in dem. Mit dem die ganzen Zäune auf den ganzen Höfen. Also die Weidezäune habe ich auch extra alle im Spiel platziert. Also wenn man auf der Farm ID 1, also auf den ersten Hof, den man erstellt, drauf ist. Ja. Und man möchte den Zaun nicht haben, kann man die Zäune alle abreißen und sich auch eigene Zäune hinsetzen. Ah, cool. Wenn man das denn möchte. Genau. Aber hier ist ja nicht immer jedermanns Geschmack, deswegen habe ich halt diese Option gewählt, dass man das dann auch ändern kann. Aber das Gute ist, dass du das sagst, dass die Paletten waren ja früher draußen gespawnt. Ja. Die spawnen jetzt genau hier, wo wir jetzt stehen. Ah, okay. Die Wollpaletten. Genau. So, und Mist war hier wieder, ne? Mist landet direkt in der Mistplatte. Ach so, super. Ach, das ist auch super. Genau, also den Hof muss man nicht ausmisten, das landet direkt in der Mistplatte, aber hier im Mittelgang ist halt Füttern und Einstreuen und Wasser ist natürlich wieder auf der Koppel draußen. Ah ja, genau. Sehr gut. Also alle Tiere brauchen wieder Wasser. ja, wie gesagt, ach, das Gebäude ist einmal neu. Immer noch schön hier, die Gebäude. Das hier ist neu? Auf, weil dafür müssten wir einmal kurz den Hof wechseln. Den Hof wechseln, ja, stimmt. Genau. Mach du das doch, du kannst den Hof wechseln. Ja. Genau, das ist der gute Lindenhof. Das ist, wie man so schön sagt, delegieren statt transpirieren. Genau. Ja, haben wir einmal noch, ja, Unterstand, sag ich mal. Ja. Großflächig. Oh, guck mal, Licht hier ist natürlich auch alles vorhanden. Ja, hier ist auf jeden Fall auch genug Platz. Sowieso, egal was ihr spielen möchtet, es gibt für jede Tierart, jeden Hof gibt es hier einen guten Grund, das zu tun, das zu spielen. Genau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also noch eine eigene Werkstatt. Ja, ihr könnt die Karte viermal, fünfmal anfangen und fünfmal ein komplett neues Spiel, ihr müsst euch aufmachen. Das ist gar kein Problem. Genau. Und der Hof wurde sogar noch erweitert, und zwar die andere Straßenseite drüben. Da ist der Hof noch erweitert worden. Drum. Ja, lass uns da mal rüberfahren. Habe ich gerade schon gesehen. Da war früher mal, ich erinnere mich, in einer bestimmten Zwischenversion war da mal so ein Händler, so ein quasi wie so ein globaler Markt, wo man Sachen abgeben konnte und dann unter den Höfen kaufen konnte, weil das so ein Problem war, das unterschiedlich hinzubekommen. Das war genau, hier damals. Genau, das war damals, für Global, ne? Markt damals extra angelegt worden, ja.
aber diese Funktion, das funktioniert alles nicht mehr, deswegen haben wir dann hier halt den Hof jetzt erweitert. So, und. Weil viele Unterstellmöglichkeiten waren ja unter diesen kleinen Unterstellen ja sowieso nicht und so bietet halt der Hof denn doch bei weitem mehr. Und das hier ist ein Erdfruchtlager, oder was? Ja, das ist aber nur mehr Deko da unten drin, aber okay. Oben drin waren ja sonst mehr Dekoballen. Das ist jetzt ja offiziell dieses Giants Lager. Ah, kann man direkt hier, wo du jetzt stehst, im Bereich, kann man den Ballen abladen oder ja doch Ballen abladen, Paletten habe ich deaktiviert. Und die stapeln sich dann oben schön rein und ja. Ah, cool. So, dann hat man hier noch Unterstellmöglichkeiten für kleineres Gerät. Obwohl, hier geht schon was Größeres rein. Das ist auch schön. Im Mittelbereich kannst du auch ein paar große Sachen machen. Ja, das ist auch wieder urig hier, die ganze Nummer. Ja, wir haben auch diesmal einige Mods aus dem Mod-Hub benutzt, so wie halt das Gebäude hier, so wie das nebenan. Ja. Und ja, man muss ja sich nicht mehr alles selber die Arbeit machen, deswegen, es gibt mittlerweile so schöne Sachen auch im Mod-Hub. Haben wir auch halt darauf teilweise zurückgegriffen. Ja. Sind die direkt verbaut oder muss man die Mods dann noch laden? Die Mods sind alle direkt in der Karte verlinkt und werden automatisch beim ersten Start runtergeladen. Ach, super. Okay, das heißt also, man kann die Karte einfach installieren und dann werden die nachgeladen. Also man kann die dann über das Menü wahrscheinlich nachladen, ne? Oder werden die automatisch geladen? Genau, also wenn du die Karte erstmal direkt halt Singleplayer starten möchtest, dann sagt er dir genau halt, die und die Mods werden alle benötigt, jetzt runterladen. Okay. Dann lädt er halt alles aus dem Mod-Hub runter. Ich habe extra halt darauf geachtet, dass auch wirklich alles nur aus dem Mod-Hub ist. Ja, sehr cool. Dass man nicht noch irgendwo anders halt Sachen zusammensuchen muss, weil ich wollte es halt so benutzerfreundlich machen für die Community, wie es so geht. Ja, zumal Mod-Hub dann natürlich auch die einfachste Variante wirklich ist, ne? Dann braucht man da nicht viel. Und weiß man auch wenigstens, was man da kriegt. Ja. Weil es alles halt durchgecheckt ist und das ist halt das Wichtigste, finde ich. Oh ja, da musst du vorsichtig sein, alles durchgecheckt. Also wir haben schon so viele Sachen aus dem Mod-Hub geholt, wo wir Fehler drin gefunden haben, aber ja, es gibt auf jeden Fall einen Test. Ja, also ich weiß halt durchgecheckte Sachen, aber auch von Viren und all sowas. Ne? Also ja, das stimmt, ja genau. Es gibt auf jeden Fall da keine dramatische Szene mit dem. Ist klar, Dingen. Fehler gibt es immer überall, was man überseht. Also wir haben auch die erste Version, die wir eingereicht hatten, da waren auf der ganzen Karte keine Schatten. Und wir selber haben es nicht mal mehr mitgekriegt, weil wir so betriebsblind mittlerweile gewesen sind. Ja. Und die Karte wurde jetzt da immer schon vorgestellt vom lieben Yogi. Mhm. Und da ist es sind ein paar Leuten ist es aufgefallen, dass in den Videos kein Schatten ist. Da wurden wir halt darauf hingewiesen und erst da haben wir mitgekriegt, oh scheiße, das geht ja so überhaupt nicht. Ja, das ist da schon muss so. Ich jetzt erstmal schnell halt noch einige Sachen ausbessern und an Giants nochmal nachreichen und habe heute die Bestätigung bekommen, dass es nochmal nachgepatcht wurde. Also es kommt jetzt auf jeden Fall die richtige Version auch zum Download. Ja, das ist schön. Hier haben wir einen tatsächlich meiner Lieblingswege, die ich immer wieder gefahren bin. Ich fand das auch cool. Na, hier gibt's ja, ihr habt überall so Platten auch drin gehabt, um wirklich ausweichen zu können, wenn dir jemand entgegenkommt mit dem Traktor. Und ja, das ist einfach auch die, überhaupt, dass hier Platten gelegt sind, weil das auch eine sehr nasse Gegend ist. Wir wissen das, glaube ich, in ganz Deutschland gerade zu schätzen mit nassen Wegen. Und ich behaupte, dass einige Landwirte sich wünschten, solche Platten liegen zu haben derzeit. Weil das wirklich enorm ist, wie viel. Aber dann weiß man eben auch, wofür es ist. Mike, da hinten kommen wir zu meinem Willst du einen Abstecher auf deinen Lieblingshof machen, der gerade links ist? Ja, genau. Das wollte ich eigentlich machen. Können wir da vorne nicht? Wir kommen doch da hinten nach links rüber, oder? Genau, vorne geht's links rum und dann vielleicht nochmal links. Genau. Deswegen dein Hof, der hat auch ein paar Erneuerungen bekommen. Genau, da fahren wir auf jeden Fall noch eben hin, weil das ist eine emotionale Grundlage. Ich habe den Hof 3-mal gespielt im 19 und ich habe so schöne Starterinnerungen auch an den Hof. Das ist nämlich der Pferdehof. Da kann ich auch nochmal sagen, dass da ein großes Dank an Vertex Design geht, weil ich von Vertex Design die Freigabe bekommen habe, um ein Gebäude nochmal anzupassen für den Hof extra. Ah, cool. Genau, das war auch schon immer das Gebäude von Vertex, ne? Also die Gebäudepack von Vertex. Genau. Ich habe jetzt auch da halt das Paket von Vertex Design hier drin platziert, ist auch halt als Mod, wie gesagt, hier hinterlegt. Mhm. Und das Hauptgebäude, sag ich mal, wo wir die
Pferdeboxen drin hatten. Das ist ja original jetzt halt in den Paketen Schweinestall. Ja. Und für das Gebäude habe ich halt die Freigabe bekommen, das für die Karte hier anzupassen. Und wir haben halt jetzt wieder unseren gewohnten Pferdestall draus gemacht. So, warte mal. Ach, ich habe schon gemacht. Hast schon gemacht. Das ist mein Hof. So, wir fahren mal rein. Ach so, ich kann jetzt in den Traktor nicht mehr einsteigen, sehe ich gerade. Warte. Lohnerstatus. Tu mal über Lohnerstatus sitzen, dann haben wir ja das Problem nicht mehr. Das stimmt, das ist auch gut. Also hier, liebe Zuschauer, von jeher bei dem Eingangstor auch direkt die Abkippbereich für das Silo, beziehungsweise für das Getreidesilo. So, und hier haben wir den Hof schon in der späteren Ausbauphase. Das ist jetzt nicht irgendwie der Hof, wie er zum Start des LS19 war, sondern wirklich in der späteren Ausbauphase. Genau. Hier entsprechend die Mistplatte. Auch da hat das Mike gerade schon gesagt. Hier haben wir die Werkstatt. Und das ist so das Schöne auch an der Kandelin. Die Höfe sind so unterschiedlich und so unterschiedlich gestaltet. Aber sie haben alle, du kannst mich gerne lügen strafen, aber sie haben alle einen Hauptpunkt. Also die haben alle eine Tierart oder BGA-lastig oder so. Aber es gibt auch, ich weiß, genau. Es gab bei den Kühen, St. Augustin war das, ne? Die hatte auch eine kleine BGA dabei, oder wie war das? Also die Kuhhöfe, ja, außer Augustin. Augustin, der hatte ja damals eine BGA von Global Company drin, die ja. Haben wir diesmal nicht dabei, weil Global Company gibt es nicht mehr und wir haben den Hof jetzt halt nur als reinen Kuhhof, okay. Ist reine Rindermast halt gelassen. Hat's aber die anderen beiden großen Kühe, die haben halt auch BGAs drin, der Schweinehof hat BGA und dann halt unser Starthof. Ja, genau. Aber dazu gesagt, die Höfe, wenn man sie kaufen tut, haben die halt die BGA nicht integriert. Die BGA muss noch separat dazu gekauft werden. Ja, das finde ich auch gut, genau. Weil das nichts ist, was man einfach direkt beim Hof hat, sondern das, also wenn man das spielen möchte, natürlich kann man sich das auch kaufen, wenn man das denn möchte, aber schöner ist natürlich, wenn man das auch wirklich macht und nachkauft, nachbaut, dass man das sich selber erarbeitet, auch die BGA. Und wie man sieht, halt, das Gebäude ist nur offiziell eigentlich ein Schweinestall und wir haben es halt umgebaut und haben hier halt die ganzen Pferdeboxen reingemacht, dann vorne die Werkstatt reingemacht und das Haus hat sogar noch eine Besonderheit drin. Ja. Und zwar, wenn wir hier einmal kurz rausgehen, wie du auch siehst, also jeder Hof hat auch Tiere drauf schon. Das halt, wenn du auch hier den Hof nicht besitzen willst und dran vorbeifährst, die Höfe halt lebendig wirken lässt. Ach, die sind schon, ach, ich habe gedacht, die hättest du jetzt für die Vorstellung platziert. Die sind schon pauschal drin. Nein, die sind alle schon bestückt, auch alle schon mit Futter ein wenig bestückt. Also wenn man einen Hof kaufen tut, hat man auch gleich einen Start. Oh, das ist zwar, richtig, das ja, ist mal richtig cool. Gerade wenn man realistisch spielen möchte, es ist so schwer am Anfang die Tiere zu starten. Das finde ich eine ganz schöne Nummer. Genau. Und zwar, früher war es auch so, dass man hier die Luke oben aufbekommen konnte. Das haben wir halt immer noch so gelassen hier. Ja. So, warte, ich kann, mir gehört der Hof ja jetzt gerade nicht. Ich kann. Du ja, glaube ich, sehen. Ich habe schon auf. Genau. Und zwar hat das jetzt sogar eine Funktion. Wie du siehst, sind ja hier Trigger. Und wir haben hier oben in dieser Luke haben wir jetzt einen Balltrigger noch eingebaut. Ach, Balllage. Cool. Kannst jetzt hier ganz normal die Ballen abladen, die werden oben reingestapelt und kannst sie dann hier halt wieder rausholen. Ach, das ist auch eine coole Nummer. Da haben wir oben den kompletten Dachboden nochmal ein bisschen erweitert und vergrößert und da passt einiges rein. Richtig cool. Ja, schön. Mein Gott, was habe ich hier rückwärts Drehschemel eingeparkt, hier in die Hallen, in die Unterstände. Ach, guck mal, das ist auch liebe Zuschauer, ich fand das immer schon schön. Ich finde das heute noch schön, dass man hier auf die Wiese nicht nur dadurch das Gatter kommt, sondern auch hier mit größerem Gerät durch diesen Unterstand direkt. Das ist einfach eine schöne Idee. Da vorne ist aber auch nochmal eine Zufahrt. Ja. Ja, guck mal. Wir haben aber hier vorne Richtung Plattenweg auch nochmal eine Zufahrt. Ja. Und diesmal ist auch der Reitplatz abgetrennt von dem Hauptplatz hier. Ja, genauso halt hier ist ja die Wiese, da vorne links die Ecke, da ist mehr so Schlammbereich für die Pferde. Und wir haben diesmal auch noch eine zusätzliche kleine Koppel da halt mit Sandbereich. Ach, das ist ja witzig. Guck dir das an. Weil normalerweise auf den Pferdehöfen hast du ja eigentlich immer mehrere Pferdekoppeln. Deswegen haben wir das diesmal hier auch so gemacht. Ja, ja. Mit verschiedenen Bodenbereichen, damit es halt den Tieren rundum glücklich geht.
Das Wunderschöne ist halt im LS22, können wir mal hier beide Tore aufmachen, kannst halt hier einfach ein Pferd nehmen, damit einmal rüberreiten zur anderen Koppel. Ja. Und dann ist das Pferd aber auch gleich automatisch in der anderen Koppel drin. Wenn du hier absteigen tust. Ach, echt? Den wird es hier mit dem Bestand zu dem. Ach, das ist ja witzig. Guck mal, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das jetzt geht. Ich hatte das noch nie probiert, weil das irgendwie... Ja. Jetzt muss man leider sagen, der LS22 hat Pferde ja so ein bisschen kaputt gemacht, ne? Bei uns nicht. Bei euch nicht? Nein. Also wir haben auch die Pferde wieder angepasst, dass die halt umso älter die werden, umso wertvoller diesmal werden. Also diesmal geht es nicht nach dem Ausreiten. Ja. Das spielt zwar auch eine Rolle, aber bei uns haben sie halt aufs Alter bedingt halt mehr Wert. So, also Freunde. Ich glaube, mit 46 Monaten oder so haben die einen Wert von 50.000 Euro. Boah, also. Es dauert also, aber. Ja. Ja, gut, es dauert natürlich, aber das ist. Es lohnt. Das muss auch, soll ja auch. Es soll auch nicht dieses Übertriebene sein wie im LS19. Da war es ja tatsächlich ein bisschen too much, aber genau. Im 22er, finde ich, haben sie Pferde ja so unattraktiv gemacht. Nicht mehr lohnenswert gemacht. Ja. Aber Mike, der hast du mir jetzt eine Information gegeben, die vielleicht mich doch noch mal auf die Kanelin zurückbringt. Davon das Schöne ist halt, dass die Pferde mit Enhanced Animals auch Nachwuchs ja bekommen und ja. Kannst dann halt wirklich die Tiere schön hochzüchten, dass sie auch was wert sind, verkaufst sie und dann hast du mit der, in der Zeit hast du aber schon Nachwuchs bekommen, den du dann halt, hast einen richtigen schönen Kreislauf auch irgendwann. Oh, über die Zeit. Ja, das ist... Du kannst halt eine richtig schöne Pferdezucht draus machen. Boah, jetzt habe ich schon, das ist echt schlimm, jetzt habe ich wirklich Lust, das Projekt zu spielen. Ich hatte gedacht, komm, wir stellen schön die Kanadien vor, aber wir haben die im 19er dreimal gespielt, das ist dann auch irgendwie gut, aber es ist wirklich, jetzt habe ich schon direkt wieder Lust. Ach. Und wenn du auch noch sagst, dass die Pferde sich hier lohnen, das könnte ja das erste Projekt sein, wo ich dann doch mal Pferde spiele. Das ist leider im 22er durch die Änderung wirklich, ja, nicht mehr lohnenswert gewesen. Deswegen haben wir da auch wirklich noch ein Augenmerk drauf gelegt, weil Sabrina und ich haben auf den Hof jetzt ja auch schon mehrmals in die Testphasen gespielt gehabt und es war für uns auch irgendwo wichtig. Natürlich, wenn du auf mehreren Tagen, also wir haben auf 6 Tage gespielt und da dauert das aber dann schon echt lange. Ach so, ja, wenn du auf 6 Tage pro Monat? Ja. Oh ja, dann dauert das wirklich lange. Dann, also ich finde, wenn du 46 Monate hast, dann dauert das ja sowieso schon lange. Selbst genau. wenn du jeden Tag spielst. Aber, wie gesagt, an sich cool, dass das, dass ihr das so eingebracht habt. Ja, freue ich mich. Ich sage das immer so leicht, weil das so schwer ist, irgendwie noch Zeit für Projekte zu finden. Aber Lust hätte ich schon, sag ich dir ganz ehrlich. Lust hätte ich schon. Mein Lieber, was hältst du denn davon, wenn wir mal weiter, wie gesagt, auch hier, hier hinten gibt es die Hühnerstelle übrigens noch, also auch das genau. auch schön verbaut, auch hier in dem ganzen Gebäudepack, das ist irgendwie schön eingebracht. Ich weiß noch, ich habe hier mal mit einem kleinen Kompakter da versucht zu laden, weil es echt, das waren schon die müssen auch wieder ausgemistet werden, also das hier ist wieder was, was ausgemistet werden muss. Ja, und dann kommt man eigentlich nur mit einem kleinen Kompaktlader hier rein, aber das Tor ist breiter geworden. Genau. Das Tor ist breiter geworden, also hier ist ein bisschen mehr Platz. Hier kommt man jetzt auch mit etwas größeren Gerätschaften rein, aber man muss dann halt hier hinten rum und dann misst der Stapel sich dann hier hinten in der Ecke, in den ganzen Bereich, so kleckerweise. Ah, ja. Okay. Ja, witzig. Also, ja, das ist der Pferdehof. Ach, einfach cool. Übrigens haben mich viele immer gefragt, warum es hier diese Abstellhalle gibt. Da kann man auch Sachen reinstellen. Ich habe hier auch immer mal was drinstehen gehabt. Gar nicht verkehrt. Das ist halt die Garage, die dazu gehört, ne? Zum Haus genau. oder so. Ja, das ist ja, der weiße Bereich ist ja normalerweise Wohnbereich und das ist halt als Garage eigentlich gedacht, schätze ich mal. Ja, ich habe da trotzdem auch immer mal andere Sachen eingestellt. Obwohl ich hatte auch hier würde natürlich jetzt sinnvoll ein Pferdehänger auch drinstehen, ne? Genau. Schön. Sag mal, kommen doch auch hier durch das Forstgebiet rüber, ne? Wir können gleich hier links einmal reinfahren in den Wald und dann können wir rechts rüberfahren. Forstgebiet. Ne? Das Forstgebiet, das war sowieso eine Qual. Eine Qual? Du wirst es uns nicht glauben, aber wir haben den kompletten Wald, den du jetzt hier links siehst, abgeholzt. Wirklich komplett. Okay.
Weil wir hatten damals das Problem gehabt, wir haben den halt, das werden einige wissen, weil wir haben damals immer davor gewarnt, den nichts abzuholzen. Ja. Weil wir halt teilweise skalierte Bäume drin hatten, teilweise waren es aber auch doppelte Bäume. Und wenn man da die falschen erwischt hat, dann hat es das komplette Safe Game zerschossen. Okay. Deswegen war es uns wichtig, ich wollte aber nicht den Wald komplett neu setzen, weil der eigentlich schön ist. Und deswegen haben wir halt uns die Arbeit gemacht und wirklich jeden einzelnen Baum abgefällt. Und überall, wo halt ein Doppelter war, haben wir uns die Stelle markiert durch eine Laterne, die wir dahin platziert haben. Krass. Und ich bin dann nachher durchgegangen und habe halt nachher die ganzen skalierten Bäume und die ganzen doppelten Bäume alle entfernt. Das heißt also, man kann jetzt hier tatsächlich alles abholzen und man kann hier jetzt komplett durch alle Wälder durcharbeiten. Okay. Es ist auch erschreckend, wenn der Wald weg ist. Ja, das glaube ich sofort. Erinnerst du dich noch, was ich hier in meinem allerersten Projekt hier gemacht habe? Natürlich gerade. Weißt du, du hast dein Pferdehof, glaube ich, irgendwie erweitert gehabt, oder? Ja, ich habe hier tatsächlich eine Waldkoppel reingezogen. Also ich habe hier geholzt, habe damit ein bisschen Geld verdient natürlich auch, aber ich habe hier auch eine Waldkoppel reingezogen und ich finde die Idee für den Pferdehof immer noch cool. Weil das so in einem Wald, also haben wir bei uns tatsächlich auch häufiger, wenn man durch den Wald spaziert, dass dann irgendwie nochmal eine Wiese ist mit einer Pferdekoppel oder so. Wo Pferde also sich ein kleiner Hof richtig versteckt, ja. Genau, dann haben die ihre Ruhe auch und die mögen das eigentlich auch ganz gerne, so in einem Wald unterzukommen, das ist auch so geschützt für Pferde. Aber das ist, das war schon eine coole Idee und ich sag euch auch ganz ehrlich, das würde ich wieder machen. Aber es ist sowieso Wahnsinn, was man mit Wald für Geld macht. Das haben wir ja durch das Holz abholzen mitgekriegt, weil wir haben ja auch die ganzen Holzstämme weggefahren. Ja. Wir haben ja bei uns auch, wie gesagt, das Team ist ja, hat sich auch, gewandelt in der Zeit. Wir haben halt neue Mitglieder drin. Und wir haben da einen bei, der ist ein richtiger Holzwurm, sag ich mal. Und der hat das leidenschaftlich gerne gemacht und der hat sich auch von dem Platinum-DLC wirklich alles an Produktion auf dem Holzhof hingebaut. Ja. Und das alles durchgetestet und es war sehr lukrativ. Da können wir vielleicht direkt an der Stelle sagen, das ist absolut so. Holz ist im 22er irre. Ich bin ja auch so ein Holzwurm, mache das total gerne. Jetzt muss man auch sagen, ja. Holz ist ja insofern ganz cool. Aber ihr habt auch gesagt, Platinum muss dann auch sein. Die kriegst du nur auf, wenn das Land gehört. Ach so, okay, dann fahren wir außen rum. Genau, das haben wir auch geändert. Also die Schranken kriegst du nur auf, wenn dir das Land gehört. Und falls du die Schranken nicht haben möchtest, weil du mit dem LKW nicht durchkommst, kannst du die Schranken jetzt auch verkaufen. Ah, okay. Von Hof 1 aus, oder? Egal, das ist, sobald du das Land kaufen tust, gehört dir die Schranke. Ja, und genau, kannst du, gehört die Schranke genau dazu, ja. Genau. Oh, hier kommen wir jetzt Richtung Hof Agrar Biesdorf. Der hat auch ein paar Erneuerungen, sag ich mal, bekommen. Ist aber, und, also ja, ja, es ist viel neu, sehe ich auch, aber es ist schon trotzdem, das Gefühl ist schon noch da. Genau, also es hat sich nur einiges, sag ich mal, so ein bisschen von den Positionen geändert. Ein, zwei Gebäude sind halt anders, aber. Genau, Siloanlage ist neu. Ich habe versucht, halt das große Bild doch zu lassen, genau. Wir haben jetzt hier von AGI halt einmal ein schönes großes Silo. Dann hier hinter uns die Halle, die ist halt neu, die Werkstatthalle. Ja. Und die Stallungen, die sind jetzt halt ein bisschen weiter nach links gewandert an die Koppel ran. Und zwar gehen jetzt die Tiere alle auch in den Stall rein. Ah, okay. Ja, cool. Also die Ställe sind auch riesig. Das war, hier ist unheimlich viel Platz für Kühe, ne? Wie viel gehen da rein in Summe? 500. Ja, guck mal. Und dann hier mit der BGA dazu. Also eigentlich ist es tatsächlich ein sehr optimal angelegter Hof für Kühe. Und ich weiß, ihr habt tatsächlich mal alle Siloanlagen voll da hinten. Aber das war schon... Das hatten wir jetzt in der Testphase auch einmal alle voll gemacht gehabt. Also es ist schon, ja, eine Menge Arbeit. Ja, ist doch schon Arbeit, das glaube ich. Aber ich glaube, es passt weniger rein wie damals im 19er, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine auch. Die grundsätzlich geht in die Silos ein bisschen weniger rein, aber es ist auch nicht verkehrt. Ja. 19er war schon auch viel. Ja, man hat auch so noch mehr als genug drin zu tun. Ja. So, hier gegenüber, ich weiß, das war ursprünglich mal eine Wiesenerweiterung, glaube ich, zu dem Hof. Aber hier hast du. Genau, das einige war hier eine Pferdekoppel gewesen und ein alter verlassener Hof, sage ich mal so in die Richtung.
Nee, und den Hof haben wir uns da aufgegriffen. Da war doch eine Kuhwiese, oder? So eine Außenstall. Da war damals eine Kuhwiese, genau. Das ist eine Kuhkoppel, die haben wir halt abgerissen. Da ist jetzt ein Feld. Mhm. Der Hof, der wurde komplett umgebaut. Also die Hallen vorne habe ich einmal komplett neu gemacht, alle. Ja. Wir haben jetzt hier eine riesen Hühnermast mit 2000 Hühnern. Und einmal, wie man sieht, eine riesen Gewächshausanlage. Also wir haben die linke Hälfte, ist halt noch das alte alles. Ja. Und rechts ist halt komplett erneut, neu erweitert worden. Das ist jetzt aber auch ein eigener Hof, ne? Genau, das ist jetzt ein selbstständiger Hof. Okay. Hier trifft wirklich neu auf alt. Ja, cool. Okay, das auch mit den Gewächshäusern ist natürlich auch schön gemacht, dass die so schön aneinander stehen. Sieht schon gut aus. Ja, da hat Kassel schon was Schönes geboten und ich muss sagen, wir haben den Hof auch in der letzten Testphase betrieben gehabt. Also diese Biogasanlage ist zwar eine Menge Arbeit, aber also das Ding, das bietet auf jeden Fall bei Weitem mehr Geld wie halt eine Biogasanlage. Die der Hühner und also wahrscheinlich also primär die Gewächshäuser hier. Okay, ja. Das heißt also, die Gewächshäuser, ich weiß, Gewächshäuser ist eigentlich immer so ein bisschen nice to have, aber du sagst, die werfen auch gut was ab, sagst du? Die werfen richtig Kohle ab. Okay. Aber die machen auch dementsprechend sehr viel Arbeit. Ja, glaube ich. Aber ich habe die auch extra so aufgebaut, dass man die auch immer direkt durchfahren kann. Und bei mir liegen hier Substratsäcke direkt unter den Pflanzen. Genau. Das ist halt von Castor, ist Gewächshauspaket und es ist ein schönes Ding. Also es ist auch gekoppelt mit den Biogasanlagen und zwar brauchst du nämlich für den brauchst du eine Biogasanlage auch, um den Hof richtig zu betreiben. Ja. Weil die Biogasanlagen produzieren wiederum Methan, was du auch verteilen stellen müsstest bei der Biogasanlage, was dann hinten in den Generator reinkommt. Ja. Und das produziert dann halt Wärme für die Gewächshäuser. Okay. Bin gerade aus dem Spiel geflogen. Ich muss mal eben wieder zurück, mein Freund. Ich schon. Ich habe mich einfach rausgeschmissen. Wahrscheinlich, weil ich. Sowas aber auch. Ja. Wahrscheinlich hat die Karte gesagt: Nee, der hier spielt. Der hat mir schon so viel cooles Zeug angestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Karte mir übel nimmt, dass ich damals eine Autobahn reingebaut habe zum Schluss des Projekts. Das kann sein. Ich gebe ja zu. Die war nicht unbedingt schön, aber so zum Schluss des Projekts, ich mache manchmal zum Schluss der Projekte manchmal schon mal ein paar verrückte Sachen. Ja, zwischendurch muss auch mal ein bisschen Unsinn getrieben werden. Ja, also ich finde auch, das darf ruhig mal sein. Ja, also Biogasanlage, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Muss mir vielleicht mal eben sagen, wo die war. Ist nicht auf den Hof hier. Da kannst du eine separat, egal welche Biogasanlage du hast, auf einen von den anderen Höfen. Ach so, das also heißt jede Biogasanlage, die hier verbaut ist. Okay, das heißt also, genau, ich brauche einfach nur eine Biogasanlage, ich könnte mir ja theoretisch auch eine bauen, irgendwo, obwohl es ja genug gibt auf der Karte. Wenn du bauen tust, dann musst du eine von Castor nehmen, die auch halt Methan als Stoff hast zum Verteilen, weil sonst ist ja Methan immer zum Verkaufen nur drin. Ja. Ah, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Genau. Gut, dann haben wir das auch. Ja, ich würde jetzt, Mike, noch mal hier so ein bisschen rüberfliegen über die Karte. Wie gesagt, wir sind schon irre lang. Wir haben jetzt eine Stunde Map-Vorstellung gemacht. Aber es ist so ein bisschen auch Schwelgen in der Vergangenheit. Deswegen ja, ist das schon nicht verkehrt, wenn wir uns da ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber ich möchte euch nicht alles vorwegnehmen. Ich finde, das würde der Karte nicht gerecht werden, weil die ist es absolut wert, gespielt und gesehen zu werden. Wie gesagt, ich werde mal ein bisschen mit euch hier, jetzt synchronisiert natürlich hier alles nochmal nach, aber ich werde mal so ein bisschen Überflug mit euch machen. Die Landschaft ist schön, die leitet sich wirklich schön ein. Wir sind, das hier ist Biesdorf, ne? Ich schau, wo du jetzt hin verschwunden bist. Genau, da ist er. Ja, ja. Das ist Biesdorf. Die, ja, wie gesagt, gibt schöne Erinnerungen. Hier ist der Tierhändler, seht ihr auch da unten runter. Und,
legt sich einfach schön in die Landschaft. Es gibt hier eine leichte Steigung, aber hier, ihr müsst nicht Sorge haben, irgendwie an Berge oder so zu geraten. Also ihr kommt hier auch mit Gerät über die Felder, das eben nicht so kräftig ist, beziehungsweise nicht irgendwie Sachen den Berg hochziehen muss. Das ist hier da relativ entspannt, aber das gibt auch die Gegend natürlich in Mecklenburg nicht her. Das passt einfach ganz schön hier vorne. Ach, das seht ihr einfach, das sieht einfach klasse aus. Da ist das immer noch ein Gülle-Lager? Nein, das ist eine Gülle-Kaufstation. Also immer hier drüben, das große Becken, hier kannst du jetzt Gülle kaufen. Ah ja, okay. Na guck. Die Lagerfunktion, das funktioniert alles ja nicht mehr so, wie wir es damals gemacht hatten im 19er. Ja. Wir haben da jetzt einen Gülle-Kauf rausgemacht und nebenan hier drüben ist ja einmal das Klärwerk, wo du Gülle verkaufen kannst und Wasser kaufen kannst. Ah, okay. Und hier diese Hallenanlagen daneben? Das ist theoretisch ein Baugrundstück. Also entweder kann man so nutzen, wie man möchte. Man kann auch die Hallen komplett alle abreißen und sich selber hier austoben. Ja. Also das ist eins von zwei Baugrundstücken. In Kandelin, hinter der Tankstelle, ist ja das andere große Gebiet, sag ich mal. Ja. Das war ja früher auch der Lohnerhof. Der gilt, ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt halt auch eine komplette Leerfläche geworden zum Austoben, sag ich mal. Ah, ist auch schön. Ja, dafür ist ja jetzt BGA Kandelin, sag ich mal, als Lohnerhof gedacht. Ja, das gibt's einfach her, das haben wir auch, glaube ich, damals so gespielt, weil wir festgestellt haben, dass Lohnerhof alleine schwierig ist im LS. Da haben wir immer gesagt, irgendwie brauchen die noch was dazu, irgendeine BGA oder so, die pflegen, wenn mal gerade keine Lohnaufträge da sind, und genauso haben wir das auch gespielt. Deswegen ist das absolut sinnvoll, dass die BGA Kandelin dann der Lohnerhof mit wird. Genau, hier haben wir diesen riesigen Schweinehof, aber auch trotzdem schön angelegt mit der Anlage. Dann hier mit den. Der ist auch wirklich komplett neu gemacht worden. Ja. Ist zwar noch angelehnt, sag ich mal, an das alte, so wie es war, aber den habe ich auch einmal komplett neu gebaut. Ja, genau. Der Grundaufbau ist ähnlich. Aber ja, wie du schon sagtest, das sieht auch neu aufgebaut aus. Aber. Auch das hier einfach schön eingebaut. Also ich finde es ja cool, wenn man in den Höfen unterschiedliche Zu- und Abfahrtwege hat. Und er hat hier einen Ausfahrtweg direkt in die Felder hinaus. Und hier vorne halt kommt man direkt nach Zahnwands raus. Das ist auch ganz schön gemacht. Ja. Genau. Die Waage ist diesmal auch direkt in der Zufahrt, dass er halt nicht mehr direkt auf dem Hof ist. Ja. Macht auch mehr Sinn. Und allgemein ist der Hof auch etwas größer geworden. Ja. Ja, wenn wir noch bei Biogasanlagen sind, die habe ich auch nochmal angepasst im Durchsatz. Und zwar haben die jetzt eine, also standardmäßig haben die ja wirklich, die Tüsse einmal befüllen, dann kannst du die 6-7 Tage, sag ich mal, betreiben, ohne dass sie halt mal leer werden, sag ich mal. Und da habe ich jetzt halt den Durchsatz halt nochmal angepasst, dass die halt doch ein bisschen lohnenswerter sind. Ah, okay. Ja, schön. Das heißt also aber, dann müssen wir die auch öfter befüllen, ne? Genau. Die, hier, ich weiß, St. Augustin, ihr hattet das damals, war ja einer der ersten, glaube ich, die Kälbchen auch mit eingebaut hatten, ne? Ja, das war damals extra, zumindest in einer Version war es mal gewesen, dann war es dann auch irgendwann wieder rausgenommen, weil es halt nicht so richtig funktioniert hatte. Ja, genau, aber trotzdem, aber es jetzt war jetzt ist halt alles nur eine normale Umstallung. Ja, und jetzt mit Enhanced Animals. Durch Enhanced Animals kannst du ja sowieso mit Kälbern bauen. Genau. Genau. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, liebe Zuschauer, das mal die Eindrücke von der Kanadier. Es gibt hier noch viel, viel mehr. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Karte noch nicht gespielt habt oder wenn ihr Erinnerungen an die Karte habt, das, was wir jetzt hier in dieser kurzen, auch wenn es über eine Stunde ist, Vorstellung, aber mal so zusammengetragen haben, was wir besprochen haben, auch die Sachen, egal wo ich angefangen habe, hey, was, das hat nicht so gut funktioniert, oder jetzt die Pferde, oder dann hat Mike das jetzt mit der BGA gesagt. Das heißt also, das Team hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie machen wir das sinnvoll, wie machen wir das schön für die Community zu spielen, wie balancen wir das noch ein bisschen anders nach, also dass der Pferd auch wieder spielbar ist, weil ich finde, der ist ein Schmuckstück. In der Welt des LS überhaupt ist dieser Pferdehof, so wie er da angelegt ist, wie er in der Landschaft passt, wie die Feldergrößen rundum auch sind, das auch mit dem Forstgebiet daneben an, und absolutes Schmuckstück meiner Meinung nach. Aber der Schafhof auch, ne? Der ist auch einfach schön anzusehen. Und wenn ihr lieber Kühe spielt, habt ihr auch die Möglichkeit, also
es lohnt sich auf jeden Fall, diese Karte sich anzugucken, die Karte zu bespielen. Im Singleplayer habt ihr gehört, natürlich mit Helfern. Wenn ihr sagt, CP und AD kommen mir nicht ins Haus, dann habt ihr entweder sehr, sehr viel Zeit für die Karte. Oder ihr spielt halt auch kleine Felder. Ihr könnt mit kleinen Feldern jetzt starten. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, bei den kleinen Feldern, du fährst halt hier richtig Strecken und du wirst halt diese Höfe vielleicht nicht ganz ausspielen können. Wir können ja mal hier links oben zu Feld 19. Das ist ja eins von diesen ganz kleinen neuen Dingen. Ja. Auf der Karte sehen die ja wirklich einfach nur richtig, richtig, richtig klein aus. Da denkt man, das ist wirklich nichts. Aber wenn man davor steht, selbst die wirken groß. Das ist nicht zu unterschätzen. Lauf dir mal hinterher. Und dann hier quer durch, da geradezu ist schon das kleine Feld. Was ein bisschen schade ist, die Felder jetzt gerade nachsynchronisieren, wenn wir hier drüber fliegen. Ja. Aber das ist jetzt durch das neue Starten. Also, genau, das ist halt eins von diesen neuen Feldern. Und wenn man das so sieht, ist es im Vergleich zu den anderen, ist es natürlich extrem klein. Ne? Aber wenn man es mit der Standardkarte vergleicht, ist das eigentlich schon wieder groß. Das stimmt. Also, wenn man hier mit einem kleinen Drescher rüberfährt, dann ist man auch ein bisschen beschäftigt. Das ist so, aber die ist natürlich. Genau. Im Vergleich zu den anderen Feldern ist es halt wirklich winzig und dann sieht man tatsächlich oder kann man so ein bisschen die Größenverhältnisse erahnen. Und hier haben wir übrigens auch wieder so einen schönen Feldweg. Sowas mag ich ja auch immer ganz gerne. Ja. Also, es bleibt im Prinzip dabei. Spielt die Karte, versucht die mal zu fühlen. Alleine nur mit Helfern, meine Empfehlung, das zu tun. Standardhelfer werden sich immer wieder schwer tun, weil hier, wie gesagt, einige Feldinseln dabei sind. Das heißt, ihr solltet dann schon auch mit CP und AD losziehen können. Ja, und ansonsten, Mike, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Arbeit investiert hast, dass dein Team da getestet hat. Danke auch an das Team. Ja, gebe ich auf jeden Fall so weiter. Es wird für viele Menschen wird es ein emotionaler ein Retro-Spiel sein auf der Karte. Aber ich glaube, es gibt auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die gesagt haben, die haben wir damals nicht gespielt oder wir sind jetzt neu im LS, finden die Karte ganz schön, wollen die mal spielen und austesten. Auf der Karte ist wirklich ganz, ganz viel möglich und das ist eine der in meinen Top 10 vom LS19 war sie drin. Und wenn ich mir die Karte jetzt so angucke mit den Ideen, ich würde sie wieder da reinlegen. Die gehört auf jeden Fall in die Top 10. Vielleicht bin ich emotional vorbelastet, aber das, was du auch heute erzählt hast, ich glaube, das wird auch vielen Menschen zeigen, dass sie das durchaus wert ist, bespielt zu werden und erlebt zu werden, getestet zu werden. Und wie Mike gerade schon gesagt hat, sie ist auch auf schwächeren Rechnern getestet. Und das ist ein wirkliches Highlight, das ihr nicht auf allen Karten bekommt. Es gibt viele Karten, die performancemäßig durchaus sehr herausfordernd sind. Und das ist, finde ich, ein absoluter Pluspunkt. Ja, da kann ich eigentlich nur viel Spaß dabei wünschen, die zu spielen. Mike, hast du noch was du den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben möchtest, so zum Abschluss? Für sich eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon erwähnt hatten, aber der Luan-Löwe war ja der Gründer dieser Karte damals. Und leider ist gerade vor ein paar Tagen ein ehemaliges Mitglied, sag ich mal, ein sehr guter Freund und Mentor vom Luan, verstorben. Und wir werden mit einem zukünftigen Update noch eine Gedenkstätte reinbringen in Ehren an den Patrick. Und ja, es ist halt irgendwie schade, weil gerade an dem Tag, wo ich die Karte beim Giants eingereicht habe, hat er uns leider verlassen. Und er hat bei der Karte zumindest indirekt sehr viel Einfluss, ne, weil er dem genau, Luan ohne ihn hätte es diese Karte niemals gegeben. So, und das finde ich absolut schön und deswegen, ich plädiere jetzt mal dafür, wenn ihr das Update der Karte bekommt, nehmt es mit, es wird eine kleine Gedenkstätte geben, nichts Übertriebenes, aber es wird was geben, damit da diese emotionale Bindung hat. Ich finde, das kommt auch daher, ich finde, das habt ihr sowieso im Projekt mit der Kandelin habt ihr sehr viele Emotionen verbunden. Auch Luan in den Jahren schon ganz viel, hat da immer wieder Emotionen reingebracht. Das ist kein einfaches, ich map meine Karte und spiele das, sondern das ist auch ein emotionales Projekt für euch immer schon gewesen.
Es war immer ein Herzensprojekt vom Loren und er wollte halt damit auch wirklich die Community zusammenführen und der Community halt was Schönes bieten, um ja. Freundschaft zu schließen und alles. Und das haben wir auch in verschiedenen Projekten getan. Es gab ja damals diese große Community-Aktion in der Corona-Zeit, die auch mit der Katalin gespielt wurde auf verschiedenen Servern. Ja. Ganz tolles Event auch damals. Und allein das, ne? Also in Gedenken auch als ja, als Nachlass von Patrick die Katalin zu sehen, bespielt sie mit dem entsprechenden Anstand. Ich werde auch keine Autobahn mehr drauf bauen in Zukunft. aber ihr dürft natürlich auch Spaß und Freude dran haben. Ne? Also macht, was ihr damit genau, machen möchtet. Macht, wie ihr spielen möchtet. Das ist genau das Thema. Es ist ein Spiel und ihr sollt auch spielen. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch ein frohes Fest zu wünschen. Ein paar schöne Tage und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht dann, also wenn es nach uns geht, schon auf der Katalin könnt ihr die Neujahrstage verbringen, ne? Ja, stimmt. Meine Lieben, lasst uns ein Däumchen da für die Vorstellung. Ich sage danke an Mike, dass du die Arbeit da reingesteckt hast, dass du die Zeit jetzt hattest, um mit mir das hier vorzustellen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ja, ihr schreibt dem Mike auch nochmal einen netten Kommentar und dem Team von Mike. Ne? Glaube, das ist nicht einfach. Also hier ist eine Menge Arbeit reingeflossen, eine Menge Zeit reingeflossen, nicht nur in den vorherigen LS-Versionen, sondern auch jetzt in dem LS22 wieder. Das zeigt auch der Fortschritt. Mike hat schon früh gesagt, dass er die Katalin wieder bringen möchte. Jetzt sind wir 2 Jahre nach Start des LS22, also das kommt auch irgendwo her. Ne? Deswegen schreibt einen netten Kommentar rein, das hat er verdient. Und dann freut euch über den Download, der hoffentlich heute in den Mod-Hub kommt, so geplant. Ansonsten wird er sicherlich bald folgen und ihr werdet bald spielen können. Ich sage, wie gesagt, danke Mike und dann kannst du noch kurz Tschüss sagen. Ja, ich danke auch nochmal an alle. Ich habe auch über die Zeit halt sehr viel Feedback bekommen und ja, da auch nochmal herzlichen Dank an die ganzen Leute, die halt mich auch unterstützt haben und dann wünsche ich natürlich auch allen viel Spaß für die Feiertage mit der Karte und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr, würde ich sagen. So machen wir das. Na denn. Alles Gute, bye bye und ade.